Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur 31. Episode der 7-Minute-Squad sind FIFA 17 Ultimate Team. Wow, wir haben das Team der K.O.-Phase, unter anderem mit einer Special-Karte für Cristiano Ronaldo. Wir haben das normale Team of the Week, unter anderem mit De Bruyne, Isco und Angelito De Marito. Sehr, sehr geil. Und wir haben 8 Packs aus Squad-Building-Challenges, unter anderem ein garantiertes Inform-Set und ein garantiertes Team der K.O.-Phase-Set. Untauschbar, aber das macht ja nichts. Und die werden wir jetzt öffnen und werden schauen, was dabei rumkommen wird. Für diese Episode natürlich wieder die beiden besten Spieler. Es werden sowieso Team der Woche und Team der K.O.-Phase-Spieler, außer ich ziehe hier drin irgendeinen von diesen Kalibern, was ich nicht denke. Premium-Silber-Set bringt uns einen Colin. Aha. Gold-Set Nummer 1 bringt uns einen Non-Rare. Überraschung, Überraschung. Noch ein französischer Verteidiger, Palois. Ein seltener Spieler, natürlich der Silberspieler. Es wird Pinard, auch noch Sunderland. Aber wer ist der seltene Silberspieler? Vielleicht ist der ja toll. Ich bezweifle, es ist Kwang Kwang-Sun. Quack. Es wird zumindest ein seltener Spieler werden und ein seltener Goldspieler noch zur Feier des Tages. Und zwar hier wegen Lozano. Das war das Elektrum-Set. 4 Sets verbleiben. Jumbo Premium Gold-Set Nummer 1. Kein Walkout, Überraschung hatte ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Aber ein seltener Goldspieler und zwar Modest. Okay. Zweites Jumbo Premium Gold-Set. Wieder 3 seltene Sternschnuppen und Quadrado. Oh cool, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Und jetzt wird's ernst, weil jetzt kommt das Team der Woche und dann das Team der K.O.-Phase. Ich glaube, beim Team der Woche wird's bei mir entweder auf dem wir bei hinauslaufen. Ich weiß gar nicht mehr, welche drin waren, deswegen gucke ich vorsichtshalber nochmal nach. Also ich bin mir relativ sicher, es wird entweder dem hier, wenn es nicht eine Silberkarte wird, was auch durchaus im Bereich des Möglichen liegt, bei meinem Glück, wie wir es kennen, es wird entweder dem hier bei oder Zapata oder Toloi. Mit ein bisschen Glück Higuain, aber das glaube ich nicht und kann ich mir eigentlich schon nicht vorstellen. Von daher schauen wir mal. Hey, es wird eine Goldkarte und es wird Kevin Trapp. Ach Mensch, das ist cool. Das nehme ich. Er ist natürlich nichts wert, aber es ist an sich eine geile Karte. Und jetzt haben wir einen untauschbaren Spieler aus dem europäischen Team der Turniere. K.O.-Runde. Oh, ich bin so gespannt. Es wird sicherlich Cabral oder einer von den Anderlechtern. Also nichts Gutes. Nennt mich Orakles. Immerhin einmal wurde meine Erwartung übertroffen. Von daher ist das in Ordnung. 2,85er, das geht auch. 7 Minuten Zeit. Wir spielen nicht 4-2-2-2, wir spielen 4-4-2. Allerdings bauen wir mehr oder weniger eine Schlange. Je nachdem, wie ich da Bock drauf habe. Aber sowas in der Richtung wird es werden. 7 Minuten Zeit und wir legen los in 3, 2, 1 und go. Ist Schwachsinn, eine Schlange funktioniert gar nicht. Aber auf jeden Fall wird unser Innenverteidiger Marquinhos und Rechtsverteidiger Numero Uno, also es gibt nur einen, aber der Rechtsverteidiger wird auf jeden Fall der quasi äquivalente Spieler da von PSG. Und zwar ist das Serge Aurier, den wir da ganz hinten haben. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal eine sehr solide Verteidigung, denke ich. Cabral braucht halt seinen Johnny oder seinen Planas, je nachdem. Ich glaube, da entscheide ich mich eher für Johnny, wenn ich nicht... Also irgendwas mit dem Server noch gerade wieder los, wenn nicht Planas dahin passt. Ins Mittelfeld kommt auf jeden Fall irgendein Argentinier oder so. Ja, doch, es müsste. Ja, wobei, es könnte einer von Celta Vigo sein, aber ich glaube, da haben wir nur Spanier und da habe ich keine Lust drauf. Nee, wir haben auch Chilen. Und wir haben was? Der hatten wir letzte Episode aber, glaube ich, schon. Nee, der hatten wir bei Deal With. Ich hätte ganz gerne Lust auf einen Argentinier. Einfach nur mal sehen, was wir da so haben. Hernandez oder Perez. Links ballern wir da mal Acosta und Tevez hin. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Kombination. Vor allem, weil ich Tevez ganz gerne wieder spielen möchte. Und auf der rechten Seite haben wir ganz gut mit Quadrado getroffen, ja, in den Pack oder gestochen in den Pack. Dementsprechend ballern wir den da hin. Und dann packen wir da Marquisio hin und dazu noch einen italienischen Stürmer aus der Calcioa. Das sollte normalerweise auch nicht so das große Problem sein. Gabbiadini, Belotti. Ich weiß ja nicht. Gabbiadini, der spielt da zwar nicht mehr, aber das macht nichts. Oder nehmen wir... Nee, wir machen das so. Und dann haben wir, ja, noch 3 Minuten 3 Zeit. Dürfen also dreimal wechseln, was perfekt ist. Und haben ein sehr, sehr schönes Team an sich zusammengestellt, muss ich sagen. Gefällt mir außerordentlich gut. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nationen und 1, 2, 3, 4 Ligen. Also viel besser geht's nicht. Ich kaufe nochmal eben Johnny, Acosta und Marquinhos und suche da einen Gegner. Hast schon, glaube ich, sehr schnell einen Gegner gefunden tatsächlich. Das hat überhaupt nicht lange gedauert. Und der hat Delaney, Junuzovic, Gnabry, Müller. Also drei Bremer, die ja gesagt Bremen-Fan, aber Müller überrascht mich ein bisschen. Piszczek, Sokratis, Kanesis, dann Manolas, Parolo, Insigne und Alexandro. Auf jeden Fall ein starkes Hybrid mit interessanten Informs. Das wird eine Aufgabe. Alter Schwede. Eine Problematik habe ich hier auf jeden Fall schon mal. Und zwar habe ich heute bzw. die letzten Tage nur wieder mal, abgesehen von dir, ausschließlich Karrieremodus gespielt. Und da sind die Gegner halt nicht so gut. Oder beziehungsweise nicht so direkt und schnell nach vorne. Und das ist ein bisschen hinderlich. So, jetzt aber Gabbiadini mit dem Ball auf Tevez und der ist nicht durchgelaufen. Mann. Oh! Carlos Tevez, Carlitos, ¿qué pasa? Was für ein schönes Tor.
Das wollte ich genau so. Also ich wollte, dass er da hingeht. Natürlich hat er aber nicht gedacht, dass es klappt. Sehr, sehr geil. Das ist ein Oldschool-Longshot. Und so kann es weitergehen. Wir müssen ja auch Trapp loben, ne? Weil das ist ja der gezogene Spieler. Ich wusste, dass er das kein E-Face hat. Gute Parade auf jeden Fall, auch wenn der Angriff schön gemacht war. Hat er den? Den hat er sicher. Tevez, ah, schade. Wäre natürlich schön gewesen, hätte der Torwart bzw. Missverständnis Patzer da ein bisschen mehr geholfen, aber leider Gottes nicht. Und jetzt Müller gegen, oh, Marquinhos. Das ist ein unausgeglichenes Duell. Allerdings ist der sowieso schneller als alle unsere Verteidiger, von daher ein bisschen bitter. Aber wir haben das gut abgewehrt und jetzt Marquisio und der schöne Ball raus auf Juan Cuadrado. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Cuadrado macht ihn nicht rein. Ja, der Abschluss, das ist das Ding, was bei ihm so ein bisschen fehlt. Aber da haben wir ja Gabi. Ah, es wäre perfekt gewesen. Der Ball auf Tevez hätte noch kommen müssen. Ansonsten richtig schön gespielt an sich. Unser Gegner ist ein bisschen eingerostet nach seinen ersten Aktionen, die richtig stark waren, wo ich dachte, oha. Aber jetzt, wo ich sage, macht er den Ausgleich. Das ist genauso umgekehrte Psychologie. Ich darf auch nicht meine Spieler irgendwie hier, ne, haten, dann werden sie gut. Und ich darf meinen Gegner nicht haten, dann wird er gut. Bitte raus, gleich. Dummer Gegentreffer. Ah, oh, den habe ich drin gesehen, weil das perfekt gewesen wäre von dieser Spielweise. Aber leider Gottes ist Enzo auch nicht mehr so stark, wie er ganz, ganz früher in Ultimate Team war. Der Waffe, der ist für mich auch eine der Legenden schlechthin. Aber mittlerweile, leider Gottes, ja Valencia allgemein nicht mehr so stark, wie sie mal waren. Jetzt mal wieder Manolo Gagliardini, aber irgendwie gefällt mir die Karte jetzt gerade in der Position. Nicht normalerweise ja gerade die Inform-Karte bei den Sands mega gut. Und das war schlecht von Marquinhos, aber noch schlechter von Gnabry. Was ist mit dem los? Wir machen bei unserem Recht zu wechseln Gebrauch und haben jetzt mal auch Gnabry reingebracht. Da haben wir ihn und der ist ja bekanntlich schnell und ein guter Joker. Das sieht gut aus. Ah, schade. Marquisio, schade. Wäre natürlich auch viel zu passend gewesen, hätte Gnabry direkt das Tor gemacht. Na, abwarten. Tee trinken. Gnabry. Oh, was? Oha, damit habe ich nicht gerechnet. Nochmal die Flanke. Schade. Normalerweise macht er den. Schön getunnelt. Und Perez macht dann doch seine Bude. Sehr, sehr gut. Sehr gut gespielt von Tevez diesmal. Und sein argentinischer Kollege macht das, was Gnabry gerade nicht konnte, verdiente Führung. Das Tempo von Gnabry ist einfach nur unmenschlich. Das ist sowas von unnormal. Ich weiß nicht, was mit dieser Karte oder Version, die ich von ihm habe, falsch ist. Aber das ist so unglaublich. Der Pass war so scheiße und guckt er das an gegen Alexandro ohne Probleme. Es ist krass. Das ist wie Cheaten. Das ist mit dem wie Cheaten. Ich weiß nicht, warum der so gut ist, aber der ist eine Granate hoch 10. Und jetzt macht auch noch Aurier seine Bude. 90. Minute, die absolut endgültige Entscheidung und die Demütigung für den Gegner, der es gar nicht so verdient hat. Auch wenn er eingebrochen ist nach dem 3:1 durch Gnabry spätestens. Richtig stark. Übrigens, Leute, freut euch auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht genau, ob das in FIFA 17 noch kommen wird, aber spätestens auf die 7-Minute-Squads in FIFA 18, weil die Serie wird auf jeden Fall verfeinert. Und ich habe da so einige richtig geile Ideen und ich freue mich darauf, die in die Tat umzusetzen. Bei DealWith muss ich nochmal gucken, wie genau ich das mache. Aber da wird auch noch einiges kommen. Project Newcastle sowieso und ja, auch die anderen Karrieremodi, sobald denn welche kommen in FIFA 18. Seid gespannt, was die nächsten Monate kommt. Die Vlogs werden hoffentlich auch verfeinert, je nachdem, wie mein Leben so ist. Aber wartet mal noch ungefähr 3 Wochen. In 3 Wochen geht's los und in 3 Wochen startet eine richtig geile Reise, von der ihr auch Videos bekommen werdet. Gut, das war's von dieser Episode der 7-Minute Squad. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für den Joker Serge Gnabry mit 10,0 und natürlich für Kevin Trapp und Gustavo Cabral. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Grüße an den SC Preußen. Wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.